So, hallo, da sind wir wieder bei Harry Potter, Stein der Weisen. Und im letzten Part habe ich ja gemeint, ich will den Tag beenden, aber ich glaube, ich gehe erst nochmal da zu Hagrids Garten. Denn da war ja noch so eine Wand, wo man aufmachen kann, jetzt wo ich diesen Zerschneidungszauber habe. Deswegen gehen wir erst dahin, bevor wir den Tag beenden. Ich will wissen, was dahinter ist. Da bin ich zu neugierig. Da habe ich nämlich nicht dran gedacht im letzten Part. Sonst hätte ich das da schon gemacht. Ist mir dann auch eingefallen, als ich den Part beendet habe. So, dann können wir nämlich gleich. Da ist wahrscheinlich nur eine Kiste dahinter, denke ich mir. Ich glaube nicht, dass da sich ein Part ergibt. Glaube ich nicht. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Gucken wir mal. Defendo! Okay, das ist ein Part. Interessant. Okay. Okay. Flubberwurm. Dieser dicke braune Wurm kann bis zu einem Viertelmeter lang werden. Aus beiden Enden dringt Schleim, der zur Verdickung von Zaubertränken verwandt wird. Der Flubberwurm ernährt sich bevorzugt von Salat, frisst jedoch fast jedes Grünzeug. Okay, das brauchen wir doch irgendwie für den Zaubertrank, ne? Und was haben wir hier noch? Ein Doxy. Okay, die Doxys ist mit dickem schwarzen Haar bewachsen, besitzt je ein zusätzliches Paar Arme und Beine und in Doppelreihen angeordnete scharfe, giftige Zähne. Bei einem Biss sollte ein Gegengift eingenommen werden. Halte sie dir mit einem weiche Zurückflug, Fluch vom Leib. Okay, die haben wir schon gesehen, die Doxys. Ist hier noch irgendwas? Pilze, die können wir eh nicht nehmen. Okay, dann gucken wir mal. Na, diese Kamera. Okay, da sind doch Doxys, oder? Nintendo! Na, da war doch einer. Nintendo! Okay, die vernichten wir gleich mal, Nintendo! damit die aus dem Weg sind. Fliegt noch einer? Ich kann es nicht richtig gut erkennen, ne? Man sieht so schlecht. Was ist das hier? Das sieht ganz nach einem Wo? Flubberwurm aus. Wo? Ach so, das hier oder was? Okay. Das muss ein Flubberwurm sein. Wie komme ich jetzt an den Defendo! Schleim? Okay, Defendo! zerschneiden kann man ihn nicht. Defendo! Defendo! Okay. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich ihn auf diese Plattform. Nintendo! 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 Fördern muss. Nintendo! 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 Das ist echt umständlich, wenn das jetzt wirklich so ist. Nintendo! Tatsächlich. Okay. Nintendo!
Nintendo! Oh! Oh. Verdammter! Nintendo! Nintendo! Ist schon ganz schön brutal hier. Na, irgendwo höre ich aber doch auch noch einen Schokofrosch, oder? Kann ich das jetzt einfach so einsammeln oder brauche ich dafür eine Flasche für den Schleim? Nö. Geht so. Okay. Flammerwurmschleim. Sehr gut. So, hier war sonst nichts, ne? Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Ich guck noch mal. Vielleicht ist es auch unten, der Frosch. Aber wir können von hier aus nicht runter. Da tut sich nichts. Okay, gut. Dann war es das hier wohl, ne? Na, ich guck nochmal, da drüben hat noch was. Nee, das war nur so ein Pilz. Okay. Ja gut, dann war es das hier jetzt schon. Na gut, dann haben wir das aber hinter uns. Haben wir schon gemacht. Auch nicht schlecht. Und den anderen Zauber habe ich anscheinend noch nicht, damit ich in das andere Gebiet komme. Hier können wir jetzt dann noch irgendwas machen. Aber da geht noch nichts. Da geht noch nichts. Okay. Jetzt bin ich mal am Überlegen, war irgendwo noch was in den Fluren oder so, wo wir aufschneiden können. Ich glaube in der Bücherei war noch was, glaube ich. Sollten wir das jetzt vorher machen, bevor wir den Tag beenden? Wir können einfach mal schauen. Wir schauen einfach mal. Unten im Kerker waren diese Statuen, die wir wahrscheinlich anzünden müssen. Da geht noch nichts. Also ich weiß, im ersten Dungeon, da war noch was bei Verteidigung der dunklen Künste. Aber da ist bestimmt nur so ein Schild dahinter. Könnte ich mir vorstellen. Und in der Bücherei war, glaube ich, auch noch sowas. Da könnten wir eigentlich mal gucken. Gehen wir da einfach mal hin. Ich weiß gar nicht, auf der Map ist nichts eingezeichnet, ne? Also spontan sieht man da nichts. Wandlung. Hier. Jetzt hoffe ich, dass dann natürlich die Geister nicht mehr da sind. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Okay. Na, ach, dieses Anvisieren ist echt nervig. Widerlich. Die schmecken nach Erbrochenem. Hier müssen wir rein. Erstmal nochmal der hintere.
Böhnchen. Fischig. Sardinengeschmack. Böhnchen. Hallo. Ach, komm, lass. Scheißding. So. Ah, hier habe ich aber. Hä, die habe ich doch schon. Hab ich die nicht schon hier eingesperrt? Die kleinen Stinker. Nintendo! Fischig. Sardinengeschmack. Okay, war das jetzt derselbe Trank wie unten im Kerker? Okay. Na gut. So, dann gucken wir hier noch rein und... Was war denn hier? Hier war nichts, ne? Hier geht nichts, ne? Okay, ich hoffe, da sind die Geister nicht da. Auf die habe ich nämlich gar keine Lust. Außerdem haben wir es ja unter Tag. Ja, gut. Die sind anscheinend nur nachts da. So, wo war das denn? Das muss irgendwo hier oder auf der anderen Seite gewesen sein. Das war auf der anderen Seite. Marmelade. Hier. Defendo! Okay. Mit Schlüssel. Und hier ist auch noch einen. Machen wir auch gleich. Defendo! Okay. Mal gleich hier wechseln. Machen wir gleich mal die Tür hier auf. Ich gehe aber erst in die andere Tür. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Na, zu einer Kiste. Okay. Ich habe mir Spektakuläres erhofft. Eine Bildkarte. Gaspard Shingleton. Gefeierter Erfinder des selbst umrührenden Kessels. Okay, die geboren haben wir doppelt. Das heißt, die können wir tauschen. Durchsuchen. Für ein Böhnchen. Fischig. Sardinengeschmack. Können wir eigentlich noch was anderes finden außer Bohnen? Ich meine, wenn es da wirklich nur Bohnen gibt, dann brauchen wir auch nicht suchen. Popelgeschmack. Die hätten da ruhig was Besseres reinpacken können, oder? Na gut, gehen wir mal in die andere Tür noch. Ja, wer hätte es gedacht? Eine Kiste. Na gut. Dann haben wir das auf jeden Fall abgehakt. Brauchen wir nicht weiter gucken. Jetzt überlege ich gerade noch, war bei uns im Gryffindor eine Bildkarte. Auch noch irgend sowas? Roderick Plumpton. Sucher im britischen Quidditch-Team. Fing in 3,5 Sekunden den Schnatz. Und hält somit den britischen Rekord. 1889 bis 1987.
Also ich glaube, ich werde einfach den Tag jetzt beenden. Zack. Okay, ich glaube, wir liegen vorne. Gryffindor ist auf dem Vormarsch. Sehr gut. Fröhliche Weihnachten. Dir auch. Schau dir das mal an. Ich habe Geschenke bekommen. Was hast du erwartet, Runkelrüben? Wenn das das ist, was ich glaube, sie sind wirklich selten und wertvoll. Was ist es? Das ist ein Tarnumhang. Ganz bestimmt. Seht nur, Hedwig ist zurück. Die Nachricht ist von Hermine. Lies sie, Harry. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Ron. Seit Hagrid Nicholas Flamel erwähnt hat, versuche ich herauszufinden, wer er ist. Ich habe mich gefragt, ob es nicht vielleicht in der verbotenen Abteilung der Bibliothek Informationen über Flamel gibt. Leider braucht man eine besondere Erlaubnis von einem der Lehrer, um in die verbotene Abteilung zu kommen. Die werden wir wohl nie kriegen. Ich glaube, dort gibt es ein Buch namens Jüngere Entwicklungen in der Zauberei, in dem wir einen Hinweis finden könnten. Ihr seht doch nach, während ich weg bin, oder? Schickt mir eine Eule, wenn ihr etwas wisst. Bis bald, Hermine. So, so, da stiftet sie einfach die Jungs an, verbotene Dinge zu tun. Nicht gut. Kürbispastete. Okay, dann ist das nächste Ziel die verbotene Abteilung. So, wir können auch noch das Buch abgeben. Ich hoffe, das geht jetzt hier in der Nacht. Ah, geht. Geht. Danke, Harry, dass du Verwandlung für Anfänger besorgt hast. Hier hast du eine Bildkarte. Danke. Also in dem Spiel wird wirklich sehr viel nachts gemacht. Bowman Wright entwickelte den goldenen Schnatz 1492 bis 1560. Ein paar Drachenversteckhandschuhe, zuletzt in der Nähe des Sees gesehen. Okay. Los, Harry. Hermine meinte, wir sollen das Buch Jüngere Entwicklungen in der Zauberei aus der verbotenen Abteilung der Bibliothek holen. In der verbotenen Abteilung soll es Bücher über dunkle Magie geben, die in Hogwarts nie gelehrt wird. Na gut. Dann gehen wir da mal hin.
Jetzt sind garantiert die Geister wieder da. Alte Runen. Nicht-Magierkunde. Geschichte der Zauberei. Dunkle Künste. Gut. Ich glaube, ich stelle mal hier noch die anderen Zauber ein. Wo war das denn? Das Buch ist normalerweise für ältere Schüler, die schon weiter in Verteidigung gegen die dunklen Künste fortgeschritten sind. Hoffentlich ist Madame Pince nicht in der Bibliothek. Probier den Umhang aus. So kannst du in die verbotene Abteilung gelangen, ohne gesehen zu werden. Das ist eine gute Idee. Wir treffen uns später im Gemeinschaftsraum. Okay. Ich hab doch da was gehört. Wieso kriege ich jetzt das nicht auf? Was geht hier vor? Ach so, hier muss ich rein. Aha. Das war ja einfacher als gedacht. Da ist doch jemand! Hey, du! Was? Wieso sieht er mich denn? Ich bin doch unsichtbar. Was soll denn das? Unsichtbarer geht's ja wohl nicht. Wer ist da? Jetzt haben wir dich. Ich rate davon ab, sich hier rumzutreiben. Zum Teufel war das? Hier unten ist jemand. Da sind aber auch ganz schön viele Schüler, ne? Die da aufpassen. Okay, was haben wir denn hier? Fliegende Bücher. Diese dicken Wälzer stürzen sich aus den Regalen der Bibliothek, besonders in der verbotenen Abteilung. Du kannst sie mit Flipendo betäuben. Sie sind leicht reizbar. Na gut. Erstmal die Kiste aufmachen. Eine Bildkarte. Perpetua Fancourt, Erfinderin des Lunascopes, 1900 bis 1991. Okay. Thank you.
Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ihr glaubt nicht, wie lange ich hier schon rummache. Defendo! Schnell da durch. Aber sowas von. Kürbispastete. Das ist vonnöten. Kürbispastete. Noch eine? Da schwirrt doch noch eine rum. Das ist bestimmt ein Fehler. Okay. Okay, zweiter Stock, Leseraum, vorbei an der Bibliothek und zum Anbau, durch das Porträt. Verstanden. Oh, nee. 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 Lumos! Bäh. Lumos! Kommt hier auf
anvisieren? Lumos! Okay, jetzt sind sie zumindest weg. Lumos! Ich guck mal, ob hier noch eine Kiste rumsteht, bevor wir hier irgendwas machen. Lumos! Ich rate davon ab, sich hier rumzutreiben. Wer spricht denn da? Lumos! Machst du das? Okay. Also ich glaube, das war doch gerade ein Fehler, oder? Okay, jetzt gucken wir mal. Wir können hier hoch und wir können hier hoch. Und da oben sind Schalter. Müssen wir erstmal hier diesen Zauber ändern. Elasto! Okay, so wird das nix. So auch nicht. Elasto! Stinkbomben. Okay. Muss ja einen Grund haben, warum hier Stinkbomben sind. Sonst ist hier nichts, aber wir können hier auf das Regal springen von hier aus, ne? Auch irgendeinen Sinn haben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich hier rüber springen kann. Nee. Okay. Elasto! Kürbispastete. Kürbispastete. Okay, ich würde gern das da oben anvisieren. Hallo, das Schild. Nintendo! Nintendo!
Oh, was war das für ein Geräusch? Wo kommt der her? Was war das für ein Geräusch? Klettern. Come on. Hoch mit dir. Schneller, Harry. Lumos! Okay, war das jetzt auf dieser Seite oder auf der anderen Seite? Diese Kamera, die macht mich echt fertig. Ist auf der anderen Seite, ich sehe es. Okay, dann gehen wir einfach hier lang. Sehr gut. Aber ich muss jetzt den ganzen Weg zurück, ne? Oder gibt's hier eine Abkürzung? Kürbispastete. Okay, ich will eigentlich nur hier runter. Ich will nur hier runter. Hier geht's nicht raus. Hier auch nicht. Und das oben ist auch nicht offen, ne? Da waren ja so Gitter davor. Ne, dann muss ich hier wieder zurück. Gut. Oder wir gucken mal auf die Aufgaben. Okay. Hier steht es aber auch nicht. Tag abschließen. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ach, jetzt habe ich wieder hier den Tarnumhang. Kann ich die Pastete hier noch nehmen? Nee. Wo ist denn jetzt hier das Loch? Ah, hier. Hab's gar nicht gesehen. Okay. Ah, okay. Unglaublich. Ich will das auf jeden Fall in dem Park noch fertig machen. Was ist denn los? Gar nichts. Hey, du! Ich rate davon ab, sich hier rumzutreiben. Was war das für ein Geräusch? Ganz schnell. Tschüss. Puh. Wer ist da? Gar niemand. Was hast du da, Potter? Peeves, bitte! Zeig her! Gib es zurück! Es gehört dir nicht!
der muss ja wohl nicht auf die Treppen warten, oder? Hast du es? Ich wollte es eh nicht. Hä? Mom? Dad? Nun, wie hunderte Menschen vor dir, hast du die Freuden des Spiegels Nerhigen entdeckt. Ich wusste nicht, dass er so heißt, Sir. Aber ich denke, du hast inzwischen erkannt, was er tut. Er zeigt mir meine Familie. Dann lass es mich erklären. Der glücklichste Mensch auf der Erde könnte in den Spiegel schauen und sich genau so sehen, wie er ist. Er zeigt uns, was wir wollen. Was immer wir wollen. Ja und nein. Er zeigt uns nicht mehr und nicht weniger als unseren tiefsten, verzweifeltsten Herzenswunsch. Du, der du deine Familie nie kennengelernt hast, siehst sie hier alle um dich versammelt. Allerdings gibt uns der Spiegel weder Wissen noch Wahrheit. Es gab Menschen, die vor dem Spiegel dahingeschmolzen oder sogar wahnsinnig geworden sind. Der Spiegel kommt morgen an einen neuen Platz. Suche ihn nicht mehr. Es ist nicht gut, wenn wir nur unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Ich sollte ihn nun mitnehmen. Sonst handelst du dir noch Ärger ein. Wie wär's, wenn du jetzt wieder ins Bett verschwindest? Okay. Ich sehe nichts. Er spiegelt nur. Okay, wir können hier die Nacht beenden. Dann würde ich sagen, jetzt mache ich hier den Cut und dann sehen wir im nächsten Part von Harry Potter und der Stein der Weisen, wie es hier weitergeht. Also bis dahin. Lumos!